harter Kerl. Wenn du schnelles Geld willst, mein Boss stellt ein Team für einen neuen Job zusammen. Wie sieht der Job aus? Lass dir von Bobby die Details erzählen. Du weißt schon, Bobby nasenlos in Good Neighbor. Ich weiß nichts Genaues. Alte Tradition des Plünderns. Und jetzt für euch aus dem, dem Juwelengrün, ich meine dem großen grünen Juwel des Commonwealth, Diamond City. Du weißt ja, ich mag lange ich glaube, ich spiele was. Das Geschäftsmodell. Wir arbeiten mit einem Leichenhaus zusammen. Könnte funktionieren, oder? Schön. Ihr könnt euch nicht lang verstecken. Hallo. Bitte, hast du Radaway für mich? Ich glaube, ich sterbe.
Sicher. Hier, bitte. Oh, danke. Du hast mir das Leben gerettet. Ich bleib nur etwas hier, um zu Kräften zu kommen. Also ich bin... Wir werden anschließen. Jetzt geht's weiter. Gewonnen. Ich will dich nicht nervös machen, aber ich glaube, wir sind nicht allein.
das war, Bing Crosby. Ja. Ich habe hier einen Zettel von einem Sponsor hier in Diamond City und ich lese ihn einfach mal vor. Bei John und Kathy Supersalon gibt es die neuesten Frisurentrends. Holt euch den guten Look und genießt die neidischen Blicke der anderen. Wie wäre es mit ein wenig Danny Kay? Gefällt euch sicher. Nachricht an Sal Bascox. Ich erwarte das Gleiche von diesem Volltrottel Montrano. Aber was war das mit Danvers? Ich weiß kaum, was ich sagen soll. Deine Leute haben den Laden in ein Schlachthaus verwandelt. Diese Leute sind tot, weil du den Befehl dazu gegeben hast, nicht ich. Und für das Ganze gab es für mich keinen Grund. Also treffen wir uns. Nur wir zwei. Reden wir darüber. Nenn mir einfach einen Ort und eine Uhrzeit. Eddie Winter. Ende der Aufnahme.
Libertarian. Das wird ein harter Muss. Die Raider haben eine gute Chance. Also, es gibt da draußen Gerüchte. Commonwealth, wie ich gehört habe, habt ihr von der Railroad gehört? Eine Gruppe, die tatsächlich Sons hilft, die dem Institut entkommen wollen. Also, vielleicht ist das mehr als nur ein Gerücht. Ich meine, natürlich kann es sein, aber die könnte es da draußen tatsächlich geben. Hört sich echt verrückt an. Wenn ihr mich fragt, und wenn es die wirklich gibt, während sie das auch nicht oder? Sie wollen sich immer einfach hier zu setzen und Musik aufzulegen. Warum bewegt sich diese Scheiße immer? Jetzt kommen die Five Stars, die über eine Lady singen. Wahrscheinlich war einer von ihnen in sie verliebt. Ich meine... Ja. Das wäre...
Hey. Was braucht...
Party hatten, muss man einfach mögen, stimmt's? Stimmt's? Nachricht, wenn ihr wisst schon, wenn ihr nicht schon gesehen habt, was ich getan habe, also weiß ich, dass es stimmt und nicht nur ein Gerücht. Ich meine, Nick Valentine ist wieder in der Stadt. Er war eine Weile weg und ein paar Leute, zu denen ich überhaupt nicht rede, dachten, dass... Nun, sie dachten, er könnte tot sein, zerstört oder... Wie dem auch sei, schön, dass du wieder da bist, Nick. Als nächstes kommt I Don't Want to Set the World on Fire von den Xbox. Wer ist da? Hey, wer ist da? Irgendwie klingt jetzt wie Spürgeräusch. Ja? Okay, was soll der Scheiß? Wer ist da? Damit du dich totstellst. Spät im Hauptquartier weg sind sie.
Schon wieder kämpfen. Toll. Du bist tot! Hast du gehört? Geschafft. Bingo. Cool. Also das, war Billie Holiday da gerade. Ich habe hier einen Zettel von einem Sponsor hier in Diamond City. Und hey, ich. Oh, jetzt geht's ab. Schau doch mal, ob ein Zettel ist.
Wir sind hier kostenlos. Nur für den Schnaps müsst ihr bezahlen. Frag nach Martin Bobrach. Sheldon Allman empfiehlt seiner Freundin Crawl Out to the Fallout. Aber wenn das so wichtig ist, warum war er doch nicht von Anfang an bei ihr? Vielleicht. Ich habe auch einfach nur zu viele Gedanken. Ich habe keine Freunde. Wie ist es?